Einen wunderschönen. Hier ist Krone SK und ich heiße euch herzlich willkommen zu den gruseligsten urbanen Legenden aus aller Welt. Und ihr habt mit großer Mehrheit, also anders als in den USA, Neuseeland gewählt. Und Neuseeland ist auf jeden Fall wieder ein Zweiteiler. In diesem Teil beginne ich mit Legenden der Ureinwohner Neuseelands, also den Maori. Und in der nächsten Folge geht es dann eher um neuere Legenden, wobei auch dort sicher noch eine Maori-Legende dabei sein wird. Also jetzt viel Spaß beim Neuseeland-Maori-Video. Tanhiwa sind übernatürliche Kreaturen. Man könnte auch sagen, eine Art Monster, zumindest von den Beschreibungen her. In den Maori-Legenden spielen sie meist eine herausragende Rolle. Einige ähneln riesigen Eidechsen, andere sind eher anders reptilienartig. Anders reptilienartig im Sinne von menschenähnlich. Soll heißen, sie können die Gestalt verändern. Mal sehen sie aus wie ein Mensch, mal wie eine Echse. Und mir stellt sich dabei die Frage, ob die Anhänger der Reptiloiden-Theorie vielleicht mal diese Maori-Legende gelesen und sie etwas missinterpretiert haben. Reptiloiden sollen Echsenmenschen sein, für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben. Jedenfalls sollen die Tanhiwa neben der Echsengestalt manchmal auch die Gestalt von Haien oder Walen haben. Das Bezeichnende an diesen Monstern ist, dass sie nicht etwa furchterregende Kreaturen sein sollen, sondern als Boten des Glücks, der Freude, des Schutzes und der Liebe fungieren, zumindest die meisten von ihnen. Haie gelten bei den Maori als Schutzgeister. Und Mangoroa ist wahrscheinlich der berühmteste Schutzgeist. Der Legende nach, wobei sie sich lokal durchaus unterscheiden kann, hat Maui, einer der Urväter der Maori, Mangoroa, hoch oben am Himmel platziert. Und dieser hat, um seinem geliebten Maori-Volk immer ein Licht in der Dunkelheit schenken zu können, die Milchstraße erschaffen. Denn sollten böse Mächte irgendwann die Sonne verdunkeln, so wird die Milchstraße weiterleuchten und den Menschen das Licht der Hoffnung am Himmel zeigen. Das Volk der Iwi, ein Maori-Stamm auf der zentralen Nordinsel, erzählt sich seit Urzeiten eine Legende, die sich um die Entstehung der Vulkane in ihrer Region dreht. Die Überlieferung besagt, dass der Hohepriester Gatoriangri und seine Schwestern Te Huata und Te Pupu aus Hawaiki, der Heimat der Vorfahren, das Feuer in die Vulkane Neuseelands brachten. Auf seinen Reisen ins Landesinnere erreichte der Hohepriester den Vulkan Taupo, der zu dieser Zeit als verflucht galt. Trotz aller Warnung wanderte er um den Vulkan herum, um das Land hinter dem Berg erkunden zu können. Als er den Vulkan umgangen hatte und durch das unbekannte Land reiste, war er schon bald extrem kalten Temperaturen ausgesetzt, die ihm beinahe das Leben kosteten. Er schaffte es gerade so, aus dieser Region zu fliehen. Als er dann zurück in der Heimat war und die Geschichte erzählte, hatten seine Schwestern eine Idee. Sie wollten in den Vulkan steigen, um dort ein Feuer zu entzünden, das die kalte Region dahinter aufwärmen sollte. So gingen sie erneut zum Vulkan und entzündeten ein Feuer im Inneren. Wenige Tage später brach der Vulkan aus und überschüttete die kalte Region mit seiner Lava. Obwohl der Hohepriester und seine Schwestern diese Naturkatastrophe nicht gewollt hatten, konnten sie die Mächte der Natur nicht mehr stoppen. Denn das Feuer des Vulkans verbreitete sich unterirdisch zu anderen Vulkanen, die bis heute immer mal wieder ausbrechen. Eine der Hauptlegenden rund um die Berge Neuseelands besagt, dass ein Krieg die Entscheidung darüber brachte, wo sie heute stehen. Als die Erde noch in den Anfängen steckte, kämpften die vier Bergkrieger Tangariro, Taranaki,
Tauhara und Putawaki um die Zuneigung des Jungfernberges Pihanga. Tongariro gewann am Ende und entschied, dass sich der Pihanga in mehrere Berge trennen sollte. Und so trennten sie sich und positionierten sich in ganz Neuseeland. Somit ist jeder Berg in Neuseeland eigentlich ein Teil des Urberges Pihanga. Und das war der erste Teil der gruseligsten urbanen Legenden aus Neuseeland. Da ich am Anfang schon einen politischen Witz gemacht habe, kommt hier noch ein politischer Fakt. Neuseeland hat vor kurzem eine neue Regierung gebildet. Und in dieser sind 4 Maori zu Ministern ernannt worden, soweit ich weiß erstmals. Ich weiß gerade nur einen dieser 4 Posten. Eine Maori-Frau wurde zur Außenministerin ernannt. Wollte ich nur mal erwähnen. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, was auch immer. Euer Krone SK, bis zum nächsten Mal.